Von den höchsten Bergen der Erde umgeben, konnte sie bis heute eine faszinierende Welt bewahren. Die Königreiche in den Himalayas. Abgeschieden und ziemlich unberührt, ein verborgener Schatz der Menschheit. Sikkim. Jahrhundertelang ein isoliertes und unabhängiges buddhistisches Königreich am Rande der Himalayas. Historisch, kulturell und spirituell ist Sikkim am stärksten mit Tibet verbunden. Und in mehr als 200 Klöstern wird das religiöse Leben gepflegt. Das heilige Kloster der Nyingmapa-Schule liegt in Tadjiding. Das Kloster wurde erbaut, nachdem man einen Regenbogen gesehen hatte, der diesen Ort mit dem majestätischen Berg Kanchenjunga verband. Der große Komplex besteht aus einem bescheidenen Haupttempel, mehreren Gebäuden, Kapellen und Chorten mit Reliquien der Chogyals und Lamas. Am 15. Tag des ersten Monats des tibetischen Kalenders kommen Anhänger aus ganz Sikkim nach Tadjiding, um das Nyingmapa Bumshu-Fest zu feiern. Das verschlafene Dorf Yoksum liegt an einem großen Felsplateau. Hier trafen sich 1642 drei Lamas, die aus verschiedenen Richtungen über die Himalayas kamen, um ein religiöses Oberhaupt zu intronisieren. In Norbulang Chorten sollen sie Opfergaben vergraben und das Bauwerk aus Steinen und Erde verschiedener Gegenden des Landes erbaut haben. Auch der steinerne Thron des ersten Chogyal und ein Fußabdruck in Stein werden hier verehrt. Der am Nordrand des Dorfes gelegene Kathoksee gilt als heilig. Von hier wurde das Wasser für die zeremoniellen Feierlichkeiten geholt. Rund um den kleinen See flattern unzählige buddhistische Gebetsfahnen, die meistens von Gläubigen gehisst werden, denen ein Wunsch erfüllt wurde. Grün und glatt spiegelt das heilige Wasser die Fahnen und das umgebende Bergland. Ein Ort der Ruhe und des Friedens, geeignet zur Meditation. Ein romantischer Waldweg führt zum Kloster Dupdi, das bereits 1701 hoch über Yoksum in spektakulärer Lage erbaut wurde. Zwei Gebetshäuser und drei Stupas stehen in einem eingezäunten Gartengelände. Eine der ältesten Klosteranlagen, die jedoch nicht mehr von Mönchen bewohnt werden. Eine Pilgerstätte für Gläubige in 1700 Meter Höhe. In den Gebetshäusern werden Schriften aufbewahrt. Heilige und Dämonen bewachen gleichsam das göttliche Gleichgewicht. In 2000 Meter Höhe begrüßt das Kloster Keshe Opaldri die Besucher auf dem Weg zum Zaubersee. Vorerst ist nur ein Wald von Gebetsfahnen zu sehen, bis dann ein langer Steg
und der kleine See auftaucht, dem alle Ehrerbietung der Gläubigen gilt. Der Legende nach wird das Laub, das auf die Wasseroberfläche fällt, von einem Vogel aufgesammelt und so die Reinheit des Wassers erhalten. Von Pelling aus führt ein anstrengender, aber reizvoller Weg hinauf auf den letzten Hügel zum Sangha Choeling Kloster. Meistens in dichten Nebel gehüllt, wirkt diese zu den ältesten Klöstern Sikkims zählende Anlage etwas mystisch. Wie auch das Innere des Gebetshauses. Das bei einem Brand zerstörte Kloster wurde 1948 wieder aufgebaut. Doch es beherbergt nur noch einige der ursprünglichen Tonstatuen. Das abgebrannte Kloster wurde von Latsun Chempo errichtet. Der Name bedeutet die Insel der esoterischen Lehre. Verständlich in der Einsamkeit der Bergwelt. Nur 2 Kilometer von Pelling entfernt thront ein eindrucksvolles Kloster am Ende eines Gebirgskamms hoch über dem Fluss Rangit. Pema Yangtze Gompa. Auch dieses wurde im 17. Jahrhundert von Latsun Chenpo gegründet und gehört zum Yingmapa-Orden. Alljährlich zum Neujahrsfest Losar wird hier ein Guru Drokma Cham aufgeführt. Nachdem der erste Chokyal in Yuksam residierte, verlegte sein Sohn, König Tensung Namgyal, die Hauptstadt nach Rabdentse. Die Herrschaft des weltlichen und religiösen Oberhaupts von Sikkim wurde bald von Tibet anerkannt und sein Herrschaftsgebiet weit über die heutigen Grenzen ausgedehnt. Erst ein Angriff der nepalesischen Armee vernichtete die Hauptstadt. Nur Ruinen des Palastes sind erhalten geblieben. Nahe der Kleinstadt Kwetsing liegt das gleichnamige Bön-Kloster, errichtet im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts unter Tutop Namgyal. Die Geschichte des Bön-Glaubens, der in Tibet entstand, reicht in das 9. Jahrhundert zurück. Unterschiedlich zum Buddhismus stand der heilige König im Mittelpunkt. Der feste Bezug zu Schamanismus und Natur hat sich bis heute erhalten. Auch der Glaube an Vorhersagen der Zukunft gehört zu dieser Religion. Es wird von einem Begräbnis im Mangro-Kloster berichtet. So eine Feierlichkeit sollte man keinesfalls versäumen. Eine Zeremonie mit passender Musik und Gebeten unter der Teilnahme der ganzen Ortsgemeinschaft. Die wenigen Mönche des kleinen Klosters beten monoton ihre Gebete für den Verstorbenen. Die Dorfbewohner erhalten Essen und Getränke, gleich neben der Stelle, wo der Tote soeben verbrannt wird.
Das Rallon-Kloster und seine jungen Mönchsschüler begrüßen herzlich alle Besucher. In voller Schönheit präsentiert sich das älteste Kagyupa-Kloster. Nachdem der vierte Chogyal von einer Pilgerreise zurückkam, säte er Getreidesamen vom Zurpu-Kloster in Tibet und ließ hier das Kloster erbauen. Nach vielen Wirren leben hier wieder 100 Mönche im neuen Zubau, dem Palchen Chöling Monastic Institute. Die Kagyupa-Schule des Buddhismus wurde im 11. Jahrhundert durch Marpa von Tibet aus verbreitet. Die Basis der Lehre waren tantrische und magische Übungen. Demnach ist letztlich die erkennbare Realität mit Weisheit, Erleuchtung, Seligkeit und Lehre identisch. Rangyong Ripke Dorje flüchtete 1959 nach der chinesischen Invasion nach Tibet. Doch innerhalb weniger Jahre hatte der Karmapa damit begonnen, auf dem vom sikhinischen König Chogyal Tashi Namgyal gestifteten Land ein Kloster zu bauen. Rumtek Gompa wurde zum Hauptsitz der Karma Kagyu-Schule. Die Sekte der Schwarzhüte hat großen Einfluss und verbreitete den tibetischen Buddhismus im Westen. Doch muss das Kloster vor Überfällen verfeindeter Gruppen beschützt werden. Nahe Gangtok liegt das Lingdum-Kloster, das von Garwang Rinpoche gegründet wurde, der als die 12. Inkarnation des Zumang Garwang gilt. Eine Klosteranlage im typischen tibetischen Stil, mit bunt bemalten Säulen und Außenwänden und Galeriegängen vor den Wohnräumen der Mönche. Früher war das Leben in den Klöstern oftmals hart und entbehrungsreich. Und bei Mangel an Nachwuchs mussten viele Familien zumindest einen Sohn ins Kloster schicken. Da zu den anspruchsvollen philosophischen Studien nur wenige fähig waren, wurden die anderen in die unteren Sparten des Klosterdienstes eingeteilt. Tiefgreifende Veränderungen des Klosterwesens begannen erst bei der Wiederbelebung der Klöster gegen Ende der 1970er Jahre. Doch der tiefe Glaube ist erhalten geblieben. Gangtok, heute die multikulturelle Hauptstadt, breitet sich in 1870 Meter Höhe an einem Berghang aus und lag einst an einer belebten Handelsroute nach Tibet. Die buddhistische Vergangenheit hat trotz des Wandels zu einer modernen Stadt überlebt. Und das Enchei-Kloster am oberen Ende wird von den Bewohnern gerne besucht. Es wurde an einer Stelle erbaut, die von Druktop Karpo gesegnet worden ist. Heute leben im Kloster wieder mehr als 90 Mönche.
Die gläubigen Menschen verehren die Figur des heiligen Lama in der kleinen Kapelle, die er nach seiner Ankunft hier errichtet haben soll. Sikkim ist ein Kleinod am Rande der Himalayas. Kathmandu, Metropole im Herzen des Königreiches Nepal, dem Land der Schneeberge, auf denen die Götter wohnen. Ein Schmelztiegel der Völker und Religion, eingezwängt zwischen China und Indien. Magisch, mystisch und märchenhaft. Erst vor wenigen Jahrzehnten hat das alte Nepal seine Grenzen geöffnet. Bis dahin war die Heimat der Göttlichen völlig isoliert, da es die herrschende Gurkha-Dynastie so wollte. Die Gründung von Kathmandu, das früher Kantipur hieß, geht auf das erste Drittel des 8. Jahrhunderts zurück. Seine Blütezeit erlebte die königliche Stadt vom 16. bis zum 18. Jahrhundert. Mit der späten Entdeckung des Rades endete für das sagenhafte Land das Mittelalter, das von den nepalesischen Herrschern jahrhundertelang künstlich aufrechterhalten wurde. Bhaktapur, auch Stadt der Gottergebenen genannt, ist eine der alten Königsstädte in dem rund 30 Kilometer langen Kathmandu-Tal. Die mittelalterliche Stadt ging aus einer Festungsanlage hervor. Später entwickelte sich Bhaktapur zu einem Stadtpalast, aus dem ein ganzer Bezirk wurde. Sotoka, das mit vergoldeter Bronze geschmückte Tor, zählt zu den schönsten und kostbarsten der Welt. Von hier gelangt man zu den Innenhöfen des Palastes. Nagapohari ist ein großes königliches Badebecken im Nordosten des Palastes. Es wurde Anfang des 17. Jahrhunderts gebaut und ist von einer Schlangenbalustrade umgeben. Golden leuchtet die Statue des berühmten Puppatindramalla. Der Tempel Vatsala Devi wird von Elefanten und Löwen flankiert. Die von allen verehrte Göttin Vatsala verkörpert, ähnlich wie Kali die Dunkle, den furchterregenden Aspekt der unnahbaren Durga. Sie wurde früher sogar mit grausamen Menschenopfern besänftigt. Auch der Pasidegra-Tempel der Shiva ist nur über eine Treppe zu erreichen. Die Elefanten und mystische Figuren flankieren. Zunächst wurde Vishnu verehrt, in Nepal auch Narayana genannt. Als achte Inkarnation Vishnus wurde daraus dann Krishna. Im 15. Jahrhundert teilte Yakshamala sein Reich unter seinen Söhnen auf. So entstanden die drei Königreiche Kathmandu, Bhaktapur und Patan. Bis Mitte des 18. Jahrhunderts wetteiferten sie im Bau um die schönsten Paläste und Tempel. Patan, das einstige Lalitpur, die sogenannte schöne Stadt, ist inzwischen längst mit ihrer früheren Nachbarmetropole und ehemaligen Rivalin Kathmandu verschmolzen. Der Durbar Square bildet noch heute den Mittelpunkt des städtischen Lebens in Patan, das angeblich auf eine über 2000-jährige Geschichte zurückblicken kann. Unter König Sidi Marashima Malla wurde Patan während des 17. Jahrhunderts Sitz eines unabhängigen Königreichs und erlangte somit den Status einer Königsstadt, die architektonisch immer mehr vom aufkommenden Hinduismus geprägt wurde.
Zuvor galt das einstige Lalitpur lange Zeit als buddhistische Stadt. In über 150 Klosteranlagen hatte man Buddha gehuldigt, darunter auch in dem bedeutendsten Hauptkloster, dem sogenannten Goldenen Tempel, Kwa Bahal. Mitte des 14. Jahrhunderts hatten sich lokale Adelsfamilien aus der Region selbstständig gemacht und weite Teile der Bergtäler unter ihre Kontrolle gebracht. Doch die neu gewonnene Unabhängigkeit sollte nicht lange anhalten. Gegen Ende des 14. Jahrhunderts unter König Jayas Titimalla setzte ein politischer Wandel ein, um der zunehmenden Zersplitterung des Landes entgegenzuwirken und eine Einheit wiederherzustellen. Durch die Einführung eines Kastensystems wurde die gesamte gesellschaftliche Struktur neu geordnet. Die lange Geschichte des Landes, die bis in mythologische Zeitalter zurückreicht, hat über Jahrtausende hinweg zahlreiche großartige Kulturepochen und Herrscherdynastien hervorgebracht, deren Zeugnisse noch immer sichtbar sind. Das unabhängige Königreich Bhutan liegt überwiegend in einer Höhe von über 2000 Meter, eingeklemmt zwischen Indien im Süden und Tibet im Norden. Das Land des Donnerdrachen, hoch oben zwischen den Gipfeln der Himalayas. Thimphu ist die Hauptstadt dieses faszinierenden Landes, versteckt in 2300 Meter Höhe. Bis in die 1960er Jahre war das Land aufgrund seiner geografischen Lage vor Eindringlingen geschützt und vollkommen von außen abgeschnitten. Am Nordrand der Stadt liegt am Ufer des Flusses Wang der Pangritsampa-Tempel. Zwei imposante weiße Gebäude inmitten einer Klosteranlage. An dieser Stelle wohnte im Jahre 1616 der Shabdrung Gawnak Namgyal. Nach seiner Ankunft in Bhutan, da der Tempel in seiner Vision erschienen ist. Heute befindet sich die Klosterschule für Astrologie hinter der ungewöhnlich langen Gebetsmauer mit gemeißelten Steinen inmitten eines Zypressenwalds. Das Hauptbauwerk ist heute noch die Festung Tastschwe Tsong, die der Shabdrung errichten ließ. Südlich von Thimphu liegt in strategischer Lage der Semtoka Tsong, eine typische bhutanische Festung. Der Palast der tiefgründigen tantrischen Lehren sollte 1634 Angriffe der fünf Gruppen von Lamas abwehren. Bhutan war in seiner frühen Phase ein hinduistisch geprägtes Feudalfürstensystem, bis im Laufe des 8. Jahrhunderts indische Missionare den Buddhismus brachten. Doch im folgenden Jahrhundert wurde dieser gewaltsam von tibetischen Mönchen bekämpft. Sie ersetzten ihn durch den Lamaismus, von dem sich immer mehr Teilgruppen bildeten. Auf dem Dochula-Pass steht der Kupferpalast von Guru Rinpoche, der dem Modell von Tsandro Pelri nachempfunden ist. Im Andenken an die heiligen Taten und Gesten des vierten Königs. Punaka ist ein größeres Dorf, dessen Hauptbauwerk die Klosterburg darstellt. Strategisch auf einer Landspitze gelegen, wo zwei Flüsse sich treffen.
Der Punakha-Zong war über 300 Jahre lang die Winterhauptstadt des Landes. Und bereits Guru Rinpoche segnete diesen Ort und prophezeite den Bau einer Festung. Als der Shabdrung 1637 hierher kam, schlug er sein Lager auf und hatte noch in derselben Nacht einen Traum mit der Prophezeiung des Heiligen. Er beschloss nun, genau an dieser Stelle einen Zong zu bauen und hier die heiligste Reliquie aufzubewahren, die er aus einem Kloster in Tibet mitgebracht hatte. Es war die Statue des Avalokiteshvara, die auf wundersame Weise entstanden war. Die Tibeter wollten sie zurück und griffen an, doch die Bhutaner konnten erfolgreich verteidigen. Genau dies wird jedes Jahr gefeiert. Die Bewohner aus dem ganzen Land kommen nach Punakha und feiern das heilige Fest des Sieges im Kloster. Nur zu diesem Zeitpunkt ist der Zong für alle geöffnet. Während des dreitägigen Klosterfests bevölkern tausende Menschen den großen Innenhof, um Prozessionen und rituelle Tänze in tiefer Frömmigkeit zu erleben. Inhalt und Form der Tänze sind genau festgelegt. Maskierte Mönche stellen Götter und Schutzgottheiten dar, die sonst nur als Malerei und Skulptur in den Tempelräumen zu sehen sind. Die Tänzer erlangen spirituelle Erlösung und den Schutz der Geister. Närrische Clowns belustigen das Publikum und singende Frauengruppen sorgen für Abwechslung. Alles stets unter den wohlwollenden Blicken des Yekempo. Auch Szenen aus dem täglichen Leben der Bhutaner werden tanzend dargestellt. Ob auf dem Feld oder auf der Jagd. Die Götter sind schützend dabei. Viele Mysterientänze erinnern an die Taten des mächtigen Shabdrung, der im 17. Jahrhundert die Drukpa-Schule leitete. Mehrmals zieht ein als Shabdrung Rinpoche maskierter Mönch vor der wartenden Menge ein. Und immer wieder werden die Dämonen vertrieben. Was bleibt, ist der Sieg der Kräfte des Guten über das Böse. Die Religion ist die Grundlage des Lebens und sakrale Bräuche werden mit größtem Respekt behandelt. Die Menschen lieben diese Klosterfeste und verbringen hier den ganzen Tag. Mönche mit bunten Kostümen und Masken und die Beteiligung des Volks bei Gesang und Tanz lassen diese mystische Stimmung entstehen, die Klosterfeste zu außergewöhnlichen Ereignissen machen. Bhutan ist ein friedliches Land, das im Zeichen des Drachen steht, weil im 12. Jahrhundert beim Bau eines tibetischen Klosters Donnergrollen erklang, das als Stimme eines Drachen gedeutet wurde. Ein Land mit fruchtbaren Reisfeldern und Obstgärten, kleinen bunten Dörfern, tiefen weiten Tälern und schneebedeckten Bergen. Landwirtschaft ist hier der Haupterwerb der Menschen. Mutter Natur wird verehrt. Und Kultur und alte Traditionen werden gelebt. Thronend auf einem Hügel im Punakha-Tal, inmitten von Reisfeldern, liegt idyllisch Chimilakang. Der Tempel ist ein Pilgerort für unfruchtbare Frauen. Ein schattenspendender heiliger Baum und ein Wald von Gebetsfahnen umgeben das kleine Chimi-Kloster,
das auf einem Plateau errichtet wurde. Gawang Chokyel, der 14. Hierarch von Ralung, gründete es 1499. An dem Ort, wo Lama Drukpa Kung Le kurz davor eine Stupa bauen ließ. Hoch über dem Fluss Punazhang, der hier einen Brückenkontrollpunkt hat, beherrschte der Wang Due Po Drang Zong einen majestätischen Bergrücken. Dem Gründer des Reichs war im Traum eine Gottheit erschienen, die ihm Frieden voraussagte, wenn eine Klosterburg in der Form eines schlafenden Bullen gebaut werde. Die gesamte Anlage der Klosterburg wirkt eher liebenswürdig rustikal und wurde in Etappen errichtet. Der hinterste Bau, direkt über der Brücke, ist der älteste Teil der Festung. Doch was hier alt ist, bleibt für die meisten Besucher verschlossen und geheim. Die städtische Siedlung Paro entstand erst 1985 und hat sich seither rasant entlang dem Fluss entwickelt. Die Brücke im Zentrum ist mit bunten Symbolen, Gebetsfahnen und Gemälden von Heiligen geschmückt. Kleine Türme bewachen die Aufgänge zur Brücke auf beiden Uferseiten. Und im Hintergrund ist bereits die Festung zu sehen. Die frühere hölzerne Brücke über den reißenden Fluss wurde bei Gefahr eingezogen. Der Weg hinauf zum Parozong führt noch im Tal am Dung Tse Lakang vorbei, einem kleinen Kloster, der die Form eines tibetischen Chorten hat. Einer Legende nach soll hier ein Ungeheuer gelebt haben. Eine Schildkröte mit 9 Köpfen, die allen Menschen im Umkreis Unglück brachte. Doch es gelang, die Höhle, in dem das Tier hauste, zu verschließen und darüber einen Tempel zu bauen. Das Land hier ist fruchtbar. Kein Ungeheuer macht mir das Leben unsicher. Und die moderne Technik erobert langsam auch dieses sehr abgeschiedene Talende. Die Klosterburg von Paro zählt zu den schönsten Bauten Bhutans. Die mächtige Festung hatte den Weg zu kontrollieren, auf dem die tibetischen Armeen immer wieder einfielen. Der Uchi, ein zentraler Turm mit dem Haupttempel, steht in der Mitte des Innenhofs, der von Gebäuden, Tempel, Kloster und Verwaltungsbüros umgeben ist. In den 5-stöckigen Gebäuden wohnt auch der Gouverneur des Tals und die Mönche. Der tiefer gelegene 2. Innenhof gehört zum klösterlichen Bereich und ist entsprechend geschmückt. Mehr als 1000 Jahre hat dieses kleine Reich in selbstgewählter Isolation überlebt. Abgeschnitten von der Außenwelt, aber auch durch bewusste Politik. Oberhalb von Paro, auf einem Hang am rechten Ufer des Flusses, liegt der Tempel des Flusses Qi'i. Die Legende besagt, dass sich einst eine Riesendämonin auf das gesamte Himalaya-Gebiet niedergelassen hat, um die Ausbreitung des Buddhismus zu verhindern. ...108 Tempel sollten auf allen wichtigen Stellen ihres Körpers platziert werden. Qi'i Chu Lakang wurde auf ihrem linken Fuß errichtet. Am
Am Talende, etwa 15 Kilometer von Paro entfernt, thront auf einem freistehenden Hügel die einst stolze Festung Drukyal Dzong. Zu Füßen schmiegt sich das liebliche Dorf Zento, wie schutzsuchend an die Felsen, umgeben von fruchtbaren Feldern, die je nach Jahreszeit braun oder grün sind. Heute erinnern nur noch Ruinen an die historische Rolle der Klosterburg während der tibetisch-bhutanischen Kriege, als Bollwerk gegen den Einzug der Tibeter. Etwas abseits von der einzigen Straße im hinteren Paro-Tal warten bereits Tragepferde. Hier beginnt der mühevolle Aufstieg zu einem der abgeschiedensten Klöster der Welt. Immer wieder kehren Pferde ins Tal zurück, endlich befreit von Lasten. Von Kurve zu Kurve kann man das Takchang-Kloster besser erkennen, das in den steilen Felswänden klebt. Das Tigernest hat Weltberühmtheit erlangt. Fahnen flattern im kühlen Wind und Gebetsräder rotieren in 2950 Meter Höhe. Der heilige Ort zwischen Himmel und Erde ist erreicht, wo Guru Rinpoche auf dem Rücken einer fliegenden Tigerin triumphierend gelandet ist. Bhutan hat seine uralten Traditionen, religiöse Geheimnisse und seine kulturelle Identität bewahren können. Inmitten unberührter Wildnis siedelten sich vor über 3000 Jahren erstmals Nomaden auf dem sogenannten Dach der Welt an, dem Hochland von Tibet. Bis heute einer der faszinierendsten Lebensräume dieses Planeten. Der buddhistische Glaube prägt das religiöse Leben der Tibeter noch immer nachhaltig. Das Land besitzt daher eine zutiefst beeindruckende Vielzahl sehenswerter Klosteranlagen und anderen Heiligtümern. Auch in Lhasa, der Hauptstadt Tibets, der sogenannten Stadt der Götter, spielt Religion eine besondere Rolle im Alltag der heimischen Bevölkerung. In den Tempeln herrscht zu jeder Tageszeit emsiges Treiben. Doch wo liegen die Ursprünge für den tief verwurzelten Glauben und die Frömmigkeit der Tibeter? Bereits der erste historisch überlieferte König Tibets, Nyatri Zenpo, der angeblich von himmlischer Herkunft war, unterstreicht die besondere Stellung der Religion in diesem Land. Die Ursprünge des wohl bekanntesten Bauwerks von Lhasa, der Potala-Palast, reichen bis in die Regierungszeit von Tsongtsen Gampo in das Jahr 637 zurück. Weltliche Macht und spirituell-religiöse Bevollmächtigung sind in Tibet somit schon seit dem 3. oder 2. Jahrhundert vor Christus fest miteinander verbunden. Der Buddhismus erlangte jedoch erst im Laufe des 8. Jahrhunderts nach Christus seine bis heute andauernde Bedeutung in der geistlichen Welt des Himalaya-Reiches. Das Drehen der Gebetsmühlen dient im tibetischen Buddhismus dazu, körperliche Aktivität und geistig-spirituelle Inhalte miteinander symbolisch zu vereinen. Nur 10 Kilometer westlich der Hauptstadt Lhasa erreicht man Drepung Gomba, eine der bedeutendsten Klosteranlagen Tibets. Der Pilgerweg führt zunächst am Lauf einer heiligen Quelle vorbei. Drepung gehört wie Sera zur Geluk-Schule, der jüngsten aller vier Hauptschulen des tibetischen Buddhismus. Die Anhänger dieses Ordens werden heutzutage auch als Gelbmützen bezeichnet. Farbenfroh sind auch einige Felsen und Häuser am Wegesrand der Pilgerroute.
Drehpunkt Gomba ist ein geschichtsträchtiger Ort. Lange vor der Fertigstellung des Potala-Palastes in Lhasa diente das Kloster als Residenz für die Vorgänger des Dalai Lama. Binnen kürzester Zeit erwuchs hier aus dem von Yamchen Tschöye zu Beginn des 15. Jahrhunderts gegründeten Kloster eine eigenständige Kleinstadt der Mönche. Da die Äbte von Drepung in alle wichtigen politischen Entscheidungen mit einbezogen wurden, wurde das Kloster immer wieder in Kampfhandlungen verwickelt. Dass Drepung einst das reichste Kloster in ganz Tibet war, ist trotz der bewegten jüngeren Geschichte des Landes noch heute unschwer an der Ausstattung des Klosters zu erkennen. Ein faszinierender Ort voller Zauber und Spiritualität. Eingebettet in ein stilles Tal, fast 4300 Meter über dem Meeresspiegel, liegt das älteste Kloster der sogenannten Gelbmützenschule, Ganden Gomba. Die abgeschiedene Lage von Ganden Gomba brachte dem Heiligtum nicht den erhofften Schutz vor der Zerstörung der chinesischen Besatzer. Mittlerweile hat sich der Ort jedoch glücklicherweise wieder etwas von dem Schrecken erholt. Die große Versammlungshalle des Klosters ist reich an Geschichte. Hier soll, Überlieferungen zufolge, auch der berühmte Gründer der Geluk-Schule Tsongkhapa gelehrt haben. Die historischen Ursprünge des Buddhismus liegen auf dem indischen Subkontinent, im nordindischen Lumbini, dem Geburtsort des Siddhartha Gautama. Der im 6. Jahrhundert vor Christus geborene Prinz des lokalen Adelsgeschlechts, der Shakya, wurde Überlieferungen zufolge im Alter von 35 Jahren erleuchtet und ging daraufhin als Buddha in die Geschichte ein. Wenig später hielt er im heutigen Sarnath seine erste Lehrrede. Es war die Geburtsstunde des Buddhismus. Ziel vieler Reisenden ist ein in vielfacher Hinsicht einzigartiges und außergewöhnliches Heiligtum inmitten des Tsangpo-Tals, Samye Gomba. Die Entstehung von Samye Gomba im Jahre 775 markierte den Beginn der buddhistischen Klosterkultur in Tibet. Während der Gründerzeit des Klosters war die politisch-religiöse Lage im Land jedoch alles andere als friedlich. Der Bau von Samye Gomba, dessen Architektur auf buddhistischen Prinzipien beruht, erfolgte nach genauer Überprüfung der geomantischen Lage des Bauplatzes. Das heißt, Hellseher wurden gefragt, um den Standort des Klosters auszuwählen. Die Einführung der buddhistischen Klosterkultur und die Abkehr vom Glauben an die Götterwelt der Bön sollte die tibetische Gesellschaft von Grund auf neu beleben. Doch um den Buddhismus zunächst überhaupt in der Bevölkerung zu etablieren, wurden im tibetischen Lamaismus zahlreiche volksreligiöse Vorstellungen integriert. Magische Rituale, exorzistische Riten oder traditionelle rituelle Heilungen prägten somit von Beginn an das äußere Erscheinungsbild des tibetischen Buddhismus. Und als Symbol gehört Samye Gomba nach wie vor zu den wichtigsten Heiligtümern des Landes. Die alles überragende Klosterfestung Yombulakang erinnert an die frühe Geschichte Tibets.
Jombula Kang wurde während des 2. Jahrhunderts vor Christus als erster Palast des ersten tibetischen Königs Nyatri Tsenpo errichtet. Später, im Verlauf des 7. Jahrhunderts, wurde die Festung jedoch zur Sommerresidenz umgestaltet. Nachdem der spätere König Songtsen Gampo seinen Regierungssitz nach Lhasa verlegt hatte, wurde die Burg abermals umgebaut, ehe hier ein Gelugpa-Kloster entstand. Die dreistöckige Klosterfestung wurde über die Jahrhunderte hinweg immer wieder mit neuen Kapellen und Mönchsunterkünften ausgestattet, sodass der architektonische Gesamteindruck heutzutage etwas uneinheitlich wirkt. Stimmungsvoll ist der Bau aber in jedem Fall. Unter Songtsen Gampo endete das mythische Zeitalter Tibets. Der König vereinigte die verschiedenen tibetischen Stämme und festigte dadurch sein Reich. Auch militärisch gewann das Land der Götter an Stärke. Seine erfolgreichen Eroberungszüge dehnten das Reich immer weiter aus. Schließlich herrschte der tibetische König über ein Gebiet, das im Westen von Türkestan bis zum Kokonorsee im Osten und von Nepal im Süden bis weit in die Mongolei hinaufreichte. Etwa zur selben Zeit hatte er eine Delegation nach Indien auf Erkundungsmission gesandt, die ihm bei ihrer Rückkehr die Kunde von Buddha brachte. Dieser Gott, der noch mächtiger als alle alten traditionellen Gottheiten Tibets sein sollte, beeindruckte Songtsen Gampo so nachhaltig, dass er den Buddhismus mit großem Nachdruck förderte. Unter den nachfolgenden Herrschern des noch jungen buddhistischen Großreichs wurde Tandruk zu einem der drei königlichen Klöster Tibets. Zwischenzeitlich erlitt die Klosteranlage jedoch größere Beschädigungen durch mongolische Invasoren und nicht zuletzt die chinesische Kulturrevolution. Doch im Schutz der mächtigen Berge kehrt das alte klösterliche Leben zurück. Wehrhaft und stolz überragt die ab dem Jahre 1365 errichtete Festung der einstigen regionalen Fürsten dieser Gegend, der sogenannte Zhong, die drittgrößte Stadt Tibets, Jiangxi. Die Geschichte der Stadt ist untrennbar mit der Festung verbunden, die lange Zeit als Verwaltungs- und Regierungssitz des örtlichen Distriktgouverneurs diente. Jiangxi befand sich am Kreuzungspunkt mehrerer wichtiger Handelsstraßen nach Lhasa. Den Bewohnern brachte dies jedoch nur bescheidenen Wohlstand ein. Eines der größten und bedeutendsten Monumente tibetischer Sakralarchitektur stellt der einzige, bis heute noch gänzlich erhaltene Kumbumchorten dar, der sinnbildlich ein begehbares, dreidimensionales Mandala verkörpert. Folgt man dem rituellen Rundgang, so durchläuft man symbolisch den gesamten buddhistischen Erlösungsweg bis ins Nirvana. Der Weg beginnt unten mit einfachen Gottheiten. Dann folgt das gesamte Pantheon Tibets, verewigt als Skulpturen oder Wandmalereien. Bis zum heutigen Tag wachen die alles sehenden Augen Buddhas. Über der Stadt Shigatse thront weithin sichtbar ein faszinierendes Kloster auf dem sogenannten Segensberg. Tagtäglich strömen Hunderte von Pilgern und Gläubigen in den heiligen Bezirk. Ursprünglich bildete Tashilunpo neben Sera, Drepung und Ganden eine der wichtigsten Klosteranlagen der sogenannten Gelbmützen in Zentral-Tibet. Der Einfluss der rivalisierenden Rotmützen in der Umgebung von Shigatse
sollte erst mit der Machtübernahme des 5. Dalai Lama im Laufe des 17. Jahrhunderts enden. Doch das traditionsreiche buddhistische Kloster ist untrennbar mit den zweitwichtigsten geistlichen Oberhäuptern Tibets, den Panchen Lama, verbunden. Durch die spätere Ernennung des Klosters zum offiziellen Wohn- und Amtssitz der Panchen Lama gewann das Kloster rasch an Bedeutung innerhalb der buddhistischen Glaubenswelt. Die Klosterkultur lebt bis zum heutigen Tag fort und hat auf diese Weise einzigartige Schätze der Menschheit vor ihrer Zerstörung bewahrt. Die Königreiche auf dem Dach der Welt sind noch immer von unvergleichlichem Zauber beseelt, voll ursprünglicher Schönheit und faszinierendem Klosterleben.